Heute möchte ich euch ein richtig leckeres Waffelrezept zeigen. Und zwar sind meine Waffeln mit Zimt und Apfelstückchen mega, mega lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe die getoppt mit ein bisschen Puderzucker. Und das Besondere an diesen Waffeln sind eben die Apfelstückchen, weil dadurch das Ganze so ein bisschen, vielleicht könnt ihr sie hier so ein bisschen erkennen, die Stückchen, weil dadurch der ganze Teig einfach richtig schön saftig bleibt, mega, mega lecker schmeckt und die Äpfel noch so eine Fruchtigkeit, so eine leichte Säure mit reinbringen. Das passt auch perfekt zu dem Zimt. Das sind mega leckere Waffeln. Auch meine Tochter freut sich immer sehr, wenn ich die mache und wir probieren jetzt einfach mal zusammen. Sehr lecker. Mmh. Wenn ihr die nicht zu lange drin lasst, dann haben die Äpfel immer noch so einen leichten Crunch. Also die sind dann nicht so richtig labberig. Je nachdem, wie lange ihr sie drin lässt, umso labbriger werden dann auch die Apfelstückchen. Wie gesagt, super schön saftig. Sehr beliebt in unserer Familie und ich hoffe, dass ihr sie mal ausprobiert. Das ist ein richtig einfaches und leckeres Rezept und sie schmecken einfach mega genial. Nachdem ich das letzte Stückchen auch noch verputzt habe, möchte ich euch natürlich zeigen, wie ihr diese Waffeln ganz schnell und einfach zubereiten könnt. Wir benötigen 4 Eier, 250 Gramm Butter oder Margarine auf Zimmertemperatur, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm Weizenmehl, 50 Gramm Speisestärke, ein Päckchen Backpulver, 200 Milliliter Schlagsahne, 2 Teelöffel Zimt und einen Apfel in sehr kleine Stücke geschnitten. Ich habe das jetzt in meinem Fall mit dem Nicer Dicer gemacht und finde die Stücke einfach immer perfekt. Als erstes werden wir jetzt einfach das Mehl mit dem Backpulver mischen und die Speisestärke dazugeben. Das Ganze mixen wir jetzt einfach ein bisschen unter. Und auch den Zimt geben wir jetzt schon dazu, weil sich das nachher einfach dann im Teig besser verteilt, wenn wir das jetzt vorher schon in die trockenen Zutaten mit reinmixen. So, und dann geht's los zum Teigmixen. Als erstes werden wir jetzt die 4 Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig aufschlagen. Nachdem die Eiermasse jetzt richtig schön mit dem Zucker aufgegangen ist, geben wir jetzt einfach unsere Butter dazu. Und unsere Sahne. Und verrühren das Ganze jetzt nochmal miteinander. So, nachdem das alles gut verrührt ist, geben wir jetzt unsere trockenen Zutaten dazu. Und verrühren das Ganze mit. So, nachdem das Ganze schön vermixt ist, geben wir jetzt die Apfelstückchen dazu. Die werden wir jetzt nur ganz kurz untermixen und dann ist der Teig auch schon fertig. So, und fertig ist er, unser Waffelteig. Jetzt brauchen wir bloß noch unser Waffeleisen und dann werden auch schon unsere leckeren Waffeln gebacken. So, wenn jetzt die grüne Lampe angegangen ist, ganz einfach eine Kelle von dem Teig nehmen und einfach in der Mitte drauf machen, zuklappen und dann wird einfach ein paar Minuten gewartet und dann schauen wir, wie die Waffeln ausschauen. Gut. So, und dann müssen wir einfach nur mit einem Holzspatel und das Ganze auf einen Teller setzen. Und so macht ihr das Ganze jetzt einfach fertig, bis ihr dann keinen Teig mehr über habt.